Und damit wieder herzlich willkommen, Leute. Heute mit meinem neuen oder kleinen, beziehungsweise meinem zweiten, mit der zweiten Folge von dem neuen Format. Und zwar, Let's Test Indie Games. Also, wir gucken uns immer mal ein bisschen ein paar Indie Games an. Ich habe jetzt hier auf Steam ein kleines gefunden. Wohl eher ein Spaßgame, wenn ich mal sagen muss. Und zwar heißt dieses Spiel There is Poo in My Soap. Also, wie man schon hört, es geht um Scheiße. Es geht definitiv einfach um Scheiße. Wir müssen Leuten hier auf den Kopf kacken zum Beispiel. Upp. Der ging daneben. Wir müssen mal kurz gucken. Oder in den Kinderwagen pupen. Boom. Wir haben getroffen, Leute. Wir haben in den Kinderwagen gekackt. Und zwar, wie gesagt, das Spielprinzip hier ist einfach. Es geht darum, Scheiße einfach auf die Leute regnen zu lassen, Leute. Und gucken wir uns mal an hier. Haben wir schon eine Dreier-Kombo. Und das Spiel wird immer lauter. So mehr Kombos wir machen, man merkt schon, desto lauter wird es. Also Hörschaden ist bei diesem Spiel hier wirklich definitiv vorprogrammiert. Oh, er hier mit seinem Irokesen. So, und natürlich geht es darum, Leute, wenn wir kein Geschoss mehr haben, was wir hier auf der rechten Seite sehen, dann müssen wir neu anfangen. Und zwar, weil ich das Spiel schon mal gespielt habe, man den Spielstand nicht zurücksetzen kann, weil man hier eine To-Do-List hat pro Level. Und es gibt halt nur drei Level. Spielen wir halt dieses Let's Test ein bisschen mit meinen Sachen. Aber wir haben auch eine Spezialfähigkeit. Und zwar ist es hier diese Poop-Bombe. Pum. Und die explodiert. Und so kann man richtig schnell Punkte zusammenkriegen. Und pum! Und noch eine Kanone. Pum! Also das war Zufall, dass der Haufen noch getroffen hat. Und mal kurz den Sound hier wieder ausmachen. Guckt euch das an, Leute, hier. Ich habe tatsächlich das Stück Scheiße genau auf die Ecke des Pappkartons geschossen. Boom, und noch ein. Geht das flöten. Ich will noch eins wegbouncen. Komm schon. Nein, Bones. Und der ging auf den Kopf. Ja, also Leute, ihr seht, das Spiel ist eigentlich ziemlich einfach gemacht. Wir können hier Leuten auf den Kopf kacken. Zack, retry. Wir gehen aber jetzt mal in Level 2. Das sollte frei sein. So, nun befinden wir uns hier im asiatischen Hong Kong. Wir müssen halt ein paar Punkte jetzt erreichen. Der hat schon mal Kacke auf den Kopf gekriegt, oder sie? Deng, deng. Was habe ich denn hier noch für Missionen frei? Sideways Bones. Seitwärts wegbouncen. Geht das denn hier? Sideways? Nein. Das ging noch nicht. Auch noch nicht. Ich glaube, das geht da gar nicht. Versuchen wir das mal woanders. Hier so in so einer Karre. Auch nicht. Auch nicht. Also man muss es schon wirklich an der Karre wegbouncen irgendwie. Oder am Tisch vielleicht. Ja, erstmal ist es vorbei. Jetzt haben wir hier aber auch wieder eine Spezialfähigkeit. Benutzen wir die mal einfach. Und zwar sind das, glaube ich, die Kackraketen. Das ist wie bei Silvester. Einfach alles rausballern, Leute. Oh. Und hier kommen wir auch auf 37.000 Punkte. Sollte reichen fürs nächste Level. Ja, tatsächlich, Leute, wir kommen jetzt auch noch nach Paris. Du.
So, 15 Punkte haben wir gemacht. Wir starten neu und haben jetzt die Spezialfähigkeit. Und zwar Durchfall. Durchfallkanone. Die Durchfallkanone, Leute. Oh. Wir sind schon bei 300. 300er Kombo. Okay. Bo, 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 bo. 500. Okay. So, wir beenden mal die Kombo und man sieht wirklich, es geht einfach nur darum, Leuten auf den Kopf zu kacken. Jetzt haben wir noch unsere Scheißdinger hier. Retry. Und können damit jetzt erstmal wieder in das Menü gehen, Leute. Wie ihr seht, das Spiel ist wirklich total easy. Es kostet ein paar Cent, glaube ich. Ich glaube, ich habe dafür jetzt 80 Cent bezahlt oder so. Wer 10 Minuten, ich sag mal, sich 10 Minuten amüsieren will, sollte es sich angucken, beziehungsweise sich das Spiel mal wirklich holen. Kriegt man bei Steam. Man kann es überlegen. Ich persönlich würde sagen, es ist die 80 Cent fast nicht wert. Also fast wirklich nicht wert. Weil, wie gesagt, wenn ihr das Spiel sehen wollt, guckt einfach hier das Video, guckt bei mir auf dem Kanal vorbei, dann seht ihr das auch. Ja gut, ich persönlich finde das Spiel jetzt nicht so gut. Und was natürlich ein Let's Test jetzt auch noch an sich hat, ne, weil die es ist jetzt das erste Mal, dass es wirklich ein Let's Test ist. Das letzte war ja eigentlich Let's Play Indie Games. Und deswegen habe ich mir so überlegt, gibt es jetzt nach jedem Let's Test von den Indie Games immer noch so eine kleine Review. Und ich persönlich muss sagen, das Spiel ist so eine 3 von 10. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr auf sowas steht mit Anscheißen, ja, ich weiß ja nicht, wie ihr drauf seid, dann holt es euch, dann passt es vielleicht zu euch. Wenn nicht, dann lasst es sein. Gut. Ich sag mal, dann bis zum nächsten Let's Test, beziehungsweise bis zum nächsten Video. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und besucht mich bei Facebook, Twitch und Twitter. Und damit bis zum nächsten Mal, euer Xaxa. Ciao!